So, dann herzlich willkommen zur Wochenendausgabe. Ich lade hier schnell noch den Risikohinweis, weil er wichtig ist. Jeder ist für seine Käufe, Verkäufe natürlich selbstverantwortlich und dieses Video und die Analysen stellen keine Anlage, Beratung oder Empfehlung dar. So, dann kommen wir auch gleich zur letzten Woche. Ich glaube, hier in dem kleinen Stream sieht man das. Das gab es hier des Öfteren ein Eintauchen in die untere Zone. Jetzt ist hier die obere Zone relevant. Ja, und der Stopp könnte jetzt direkt hier unten sitzen. Beim australischen Dollar, US-Dollar, ich mache es jetzt dann doch groß, gab es am Freitag keinen Ausbruch nach oben. Wurde hier unten durchgereicht. Ja, ist jetzt erstmal nicht wirklich interessant hier unten in meinen Augen, außer der Trend-Trader, aber dann muss man hier schon viel früher short sein. Die Möglichkeit eines größeren Rebounds besteht eben meiner Meinung nach erst hier oben und deswegen bleibt die Marke erstmal so. Der S&P 500 Index hat hier die untere Marke nicht erreicht und ja, deswegen kein Trade, kein Verlust. Hier muss man mal abwarten, was sich hier oben tut, aber hier stößt es sich jetzt ja wie oft an. Und wenn der Wochenbeginn nicht allzu bullisch ist, dürfte hier jedenfalls die US-Märkte möglicherweise auch vielleicht nur 50 Punkte und hier halt eben 5 Punkte nach unten tendieren. Und dann nochmal ein Hochsetzen. Bleibt auf alle Fälle in der Beobachtungsliste. Und ja, sonst passt es alles. Letzte Woche war ja wirklich sehr vieles sehr gut. Hier gibt es bei denen Setups nicht wirklich Neuigkeiten. Eine BMW finde ich immer noch spannend. Eine Allianz ist erst interessant, wenn es hier dieses Level erreicht wird oder wenn der DAX wirklich, ja, bullische Anstalten macht auszubrechen, muss man hier diese Allianz auch in den unteren Zeitebenen noch analysieren. Und da kann man hier eine bullische Konsolidierung sehen. Und da könnte man hier mit dem Bruch von etwa 127 schon long gehen und enger Stopp etwa mit 3,2 Dollar. Könnte man alles, man muss aber erstmal die Eröffnung abwarten. Sonst habe ich noch weitere Setups mitgebracht, aber allerdings erstmal die alten. Ne, Borussia Dortmund hat jetzt hier einen, ja, Doji Hammer hingelegt. Gefällt mir jetzt. Wie gesagt, es läuft ja schon länger. Allerdings bislang nur seitwärts. Beim Hang Seng Index warten wir, das ist jetzt hier noch ein alter Chart, warten wir hier auf 2000 Pips Marke, die liegt hier bei 22.330 rum. Der Nikkei ist ja hier ein bisschen abgeprallt. Hier ist auch klar, hier unten will man den Nikkei sehen. Netflix hat jetzt hier nichts Besonderes gemacht, das mal auch nur eingetaucht, das Kauflimit nicht erreicht. Und hier dürfte man im Plus sein, wer rechtzeitig eingestiegen ist. Das ist jetzt nichts was ganz Akutes. US-Dollar, japanischer Yen. Gibt es hier eine schöne Widerstandszone, wenn die gebrochen wird, dürfte es nach oben gehen. Hier finde ich es aber fast spannender, wenn diese Zone bricht, dann unten zu shorten. Pfund gegen japanischen Yen, wie ist das Kursziel erreicht worden? Das obere nicht aktiviert und setzt hier nochmal auf die Unterstützungszone auf. Die ProSieben-Aktie, wenn man hier sieht, das Kursziel exakt erreicht und abgearbeitet komplett. So, kommen wir jetzt hier zu den neuen Setups. Ja, hier sind sie. Erstmal den DAX im Wochenchart. Ist jetzt hier, ja,
sehr eng. Der Ausbruch, ja, kann man jetzt so sehen oder auch nicht. Deswegen ist er auch hier nur gestrichelt, aber das war ja auch der Fall schon vorher. Ist jetzt hier vage, was hier passiert. Viele DAX-Aktien gefallen mir überhaupt nicht. Ja, ich habe jetzt hier nochmals drei rausgepickt, ja, die ich sehr spannend finde. Euro, australische Dollar, sollte hier jeder im Plus sein, auch wenn nur knapp die Marke. Okay, wer hier eingestiegen ist auf Schlusskursbasis, leichte Minus, allerdings war man hier im Plus und Ups. Hier habe ich ja dann schon erwähnt, dass sich womöglich hier dieses Gebilde sich erledigt hat, war aber dann nochmal ein schöner Rücksetzer. Allerdings kam er hier auch wieder nicht weg. Also hier muss man aufpassen, kann sich jetzt hier auch nach unten ausdehnen. Aber solange es eben hier überhalb dem Rainbow bleibt, dürfte es passen. Bevor wir jetzt zu den DAX-Aktien kommen, ich mache es spannend, ja, kommen wir zum Brent. Ja. Wie oft diese Linie, das ist jetzt ein bisschen andere Chart, wie oft angelaufen, verteidigt und solange er hier auf Tagesbasis über 45,20 bleibt, finde ich es definitiv interessanter, dass es hier aufwärts geht. Und das hier so ein kleiner, ja, wer es mag, Bärenfalle, Fehlausbruch oder sonst was nennen. Also mit Shorts in meinen Augen vorsichtig sein. Für Long ist es, also für einen richtigen antizyklischen Long ist es natürlich jetzt auch morgen direkt nicht zu früh. Ja, wer antizyklisch mag. Allerdings da würde ich erstmal noch ein paar Kurse gerade montags abwarten, wenn man dann vielleicht teurer einsteigen muss. So, und jetzt spannende Frage. Ein paar haben es natürlich schon gesehen, um welche Aktien es sich handelt. Das ist zum einen mal die Volkswagen. Da kann ich nicht, ja, ganz hundertprozentig sagen, ob sie nochmal ein Tief gibt. Unterstützungszone ist bei 116. Hier kann es direkt durchziehen oder nochmal ein Rücksetzer. Wie gesagt, was eben auch der DAX macht. Wenn der nach oben will, folgt dieses Szenario. Wenn erstmal mit dem US-Markt nach unten konsolidieren, dann folgt hier nochmal ein Rücksetzer. Ganz spannend ist die Deutsche Post. Dürfte jeder auf den ersten Blick sehen. Bricht die Marke, ist es eigentlich ein Kaufsignal. Erstmal für 1 Dollar, 1 US, 1 Euro. Das zweite wäre dann nochmal hier, beziehungsweise das dritte sogar hier oben. Da aber, ja, wie gesagt, ganz knapp. Und da muss man eben, wie ich jetzt, ja, seit 8 bis 10 Monaten immer predigte, sage ich mal, entweder auf Schlusskursbasis abwarten, dann läuft der aber höchstwahrscheinlich weg, der Kurs. Direkt rein ist natürlich die Gefahr, dass man unglücklich reinkommt. Wie gesagt, zwiespältig, immer vielleicht die Positionen splitten, dann macht man, ist man auf dem Mittelweg und der ist ja oftmals nicht falsch. Aber wie gesagt, alles nur meine Meinung, keine Anlageempfehlung etc., sondern nur meine Analysearbeit hier. Und die nächste Aktie ist die Heidelberg Zement. Schöne Unterstützung, knapp über der 70-Euro-Marke. Direkter Einstieg natürlich gefährlich. Wie gesagt, wieder nochmal erwähnt, wenn der DAX nach unten will, dann hält es natürlich nicht. Deswegen auch auf Schlusskursbasis ist der Stopp weiter unten. Und ist der Buy-Marke, naja gut, wenn man hier über die Hochs einsteigen will, ist aber hier ja, Chance-Risiko-Verhältnis erstmal zu dem Kursziel relativ gering. Zum oberen wäre es natürlich locker 1 zu 1 noch. Na, locker auch nicht, ja doch. Dann wäre das ein 1 zu 1 Szenario, Chance-Risiko-Verhältnis. Das war's. Danke fürs Zuhören. Fast genau 10 Minuten lang, das passt.